Das Williams-Team war eine große Überraschung der letzten Saison. Leider aber im negativen Sinne. Man konnte sich nur Platz 8 sichern. Auf den Geraden war man sehr, sehr schnell unterwegs. Aber in den Kurven gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Hoffen wir, dass sie das in den Griff bekommen. Brandon im LMF 31 hat eine gute Saison bei Haas und will dem Team helfen, wieder zu alter Stärke zu finden. Captain Bounty BB kommt von McLaren. Er kam in McLaren letzte Saison gar nicht zurecht und hofft, dass mit Williams besser klappt. Das Ziel des Teams ist es, wieder an alte Stärke anknüpfen zu können und vielleicht irgendwann die Liga hier zu dominieren. Ferrari wollte eigentlich beide Titel verteidigen, aber mit Platz 5 ist man sehr weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Bei den Testfahrten war man wieder vorne mit von der Partie, aber das Team bestätigt sogar, dass man noch nicht alles gezeigt hat, weil man sehr wahrscheinlich noch sehr stark nachlegen könnte. M. Schumacher 69, mit ihm will man zurück an die Spitze der Meisterschaft. Wir werden sehen, ob es die richtige Entscheidung war, ihn zu verpflichten. Dresden 02-05. Mit ihm holt man ein starkes Team in die eigenen Reihen. Mal schauen, ob er den anderen gut einheizen kann. Das Ziel ist es, unter die Top 3 zu kommen. Dieses Ergebnis ist sehr realistisch, wenn man die Testfahrten angesehen hat. Mit der Leistung, die Renault letzte Saison hatte, konnte niemand rechnen. Man holte Platz 1 in der Teamwertung und ein Fahrer wurde sogar Vizemeister. Bei den Testfahrten war man wieder vorne mit dabei. Aber auch wie Ferrari hat das Team bestätigt, dass noch mehr geht. Nordgamer Basti hatte Schwierigkeiten, ein Team zu finden. Dann hat Renault ihm einen Vertrag angeboten, das er einfach nicht ablehnen konnte. Sir Fabsi wollte in irgendeinem Team fahren, um Erfahrung zu sammeln. Ein ausgerechnetes Weltmeisterteam holte ihn unter Vertrag. Das Ziel ist es von Renault, wieder unter die Top 2 zu kommen. Man will einen spannenden Kampf um den Titel führen. Die nächste große Überraschung der letzten Saison war McLaren. Die Lücke nach vorne wurde so groß, dass man einfach sich mit Platz 10 am Ende zufrieden geben musste. Die neuen Fahrer hatten anfangs Schwierigkeiten, aber der Speed war ganz passabel und es sollte sogar noch besser gehen. Malachi 22 holte man vom Haas-Team der Liga 5, weil man ihm viel Potenzial sieht. Hoffen wir, dass er es zeigen kann. Fangezorg bleibt Malachis Teamkollege und wurde ebenfalls ins Team geholt, damit eine Harmonie weiterhin bestehen bleibt. Im Laufe der Saison sollten sich die beiden Fahrer steigern, sowie das Team, um viele Punkte zu sammeln. Für das Mercedes-Team geht es irgendwie nicht vorwärts. Platz 6 ist immer noch hinter der Erwartung des Teams. Man möchte mindestens unter die Top 3 kommen. Testfahrten sahen leistungsmäßig genauso aus wie die letzten. Probleme gab es aber auch wegen der Überhitzung, weil die Testfahrten ziemlich warm waren. 501. Legion wurde von Haas Team der Liga 3 geholt. Er bringt viel Erfahrung mit, die natürlich dem Team zugutekommen können. Martin 111 fehlt diese Erfahrung des Teamkollegen. Er will natürlich viel von ihm lernen und wenn es geht, am Ende ihn überholen in der Wertung. Das Ziel für Mercedes ist natürlich, endlich wieder weiter nach vorne zu kommen. Und wenn es geht, natürlich unter die Top 3. Haas hat einen langen, harten Kampf gegen Toro Rosso, den man leider verlor. Und am Ende muss man sich mit Platz 4 begnügen. Man hatte sehr viele gute Runden mit wenig Sprit und auch keine Probleme in Sachen Zuverlässigkeit. Wie es mit vollem Sprit aussieht, kann man leider nicht genau sagen. Ex-Meister Hyper Hyper musste die Scuderia Ferrari verlassen und schloss sich Haas an. FM 1996 ging es nicht anders als den Teamkollegen. Beide wollen zeigen, dass es ein Fehler von Ferrari war, sie zu entlassen.
Das Ziel von Haas ist natürlich besser dazustehen als Ferrari, um zu zeigen, dass es ein Fehler war, die beiden Fahrer abzugeben. Für Racing Point ging es immer noch nicht gut nach vorne. Man konnte aber immerhin McLaren hinter sich lassen, was zumindest endlich mal nicht der letzte Platz bedeutete. Die neuen Fahrer zeigten, was das Team eigentlich kann. Man hat einen großen Sprung in der Zeitliste gemacht und man war wieder weit mit vorne dabei. Hansi kam mit dem Druck bei Red Bull in der Liga 2 nicht zurecht und er verließ das Team. Er hofft, mit dem Team besser jetzt klarzukommen. Knox hatte Probleme ebenfalls mit dem Red Bull, aber in der Liga 3. Er hofft auch, mit dem Racing Point hier besser klarzukommen. Das Ziel von Racing Point ist es, die Testfahrten so gut wie möglich in die Saison umzusetzen. Toro Rosso hatte einen Kampf mit Haas um Platz 3 in der Teamwertung und am Ende konnte man sich Gott sei Dank diesen sichern. Bei den Testfahrten ist man etwas zeitlich hinter den anderen Teams zurück, aber das Team weiß, wo die Schwächen liegen und man ist daran, die zu bearbeiten. Didi Paul wollte was Neues ausprobieren und verließ Mercedes Richtung Toro Rosso. Mal schauen, ob das die richtige Entscheidung war. Sir Saftsack wurde vom Ersatzfahrer zum Stammfahrer befördert. Natürlich will er zeigen, dass er gerechtfertigt ist, ein Stammfahrer jetzt zu sein. Das Ziel, das Toro Rosso hat, ist einigermaßen so gut abzuschließen wie letzte Saison. Wäre auch nicht schlimm, wenn man nur ein bis zwei Plätze nach hinten fällt. Alfa Romeo war eine große Überraschung, aber diesmal positiverseits. Man kämpfte ziemlich lange um den Teamtitel. Man hatte viele kleine Probleme in Sachen Zuverlässigkeit, aber der Speed war trotzdem in Ordnung. Wenn man die Zuverlässigkeit hinkriegt, sieht die Saison ziemlich gut aus. Casino will dem Team helfen, nicht so weit abzurutschen. Mal schauen, ob er es schafft. Marcel CGN ist froh, den Racing Point gegen Alfa Romeo zu tauschen. Er hofft, mit dem Auto besser klarzukommen. Das Ziel von Alfa Romeo ist es, nicht zu weit zurückzufallen. Am schlimmsten wäre es, wenn man am Ende Letzter sein würde. Red Bull fehlte letzte Saison die Konstanz. Man konnte nie richtig Punkte sammeln. Platz 7 ist etwas besser als die Saison davor. Man hatte einen sehr guten Grundspeed, ob in Kurven oder auf den Geraden. Aber die kleinen Zuverlässigkeitsprobleme trüben das Bild ein bisschen. Big Surprise wollte den unzuverlässigen McLaren der Liga 3 verlassen und konnte bei Red Bull unterschreiben, worauf er sehr stolz ist. Alemannia wurde Vizemeister der letzten Saison und will mit Red Bull den Schritt Richtung Titel wagen. Mit dem guten Fahrduo ist alles möglich. Top 5 Ergebnisse, Top 3 Ergebnisse oder sogar der Titel.